Gut, ich habe mir überlegt. Tut mir leid. Wir machen die Krähe weg. Und geht ihr? Aber ganz ehrlich? So dumm wirkte das hier nicht. Wie machen wir das, dass das hier gut klappt? Oh. Ach verdammt, die gehen zusammen. Wasserpfeile gehen mir aus. Aber gut, Katakomben verlassen. Wie viele Männer hat sich die Dunkelheit geholt? Die Dinge davon gemeint. Ich dachte, das wäre nur eine Geschichte. Aber findet den Ungläubigen! Und es werden immer mehr. Wenn sie dich berühren, wirst du die Dunkelheit wird dich nicht ewig schützen. Aha. Hier sind wir. Er ist hier. Und ich weiß, wo er steckt. Alles ruhig. Du! Was ist? Ja. Ja, die wissen natürlich, wo ich bin. Mal sehen, ob die mich jetzt überhaupt noch finden oder ob wir sie jetzt loswerden. Und währenddessen trinke ich mal eben was. Ich würde ja sagen, wir haben sie abgehangen. Aber ich kann nicht speichern. Gehen wir raus. Ist ja langweilig, jetzt hier zu warten. Wir wollen da oben rauf. Okay. Ein Teil des Weges haben wir uns ja hier freigemacht. Immer diese doppelten Animationssachen. Seltsam. Irgendwas spackt hier hart rum. Ich brauche einen Plan. Nee. Und hier ist er. Reingehen und improvisieren. Also ich bin mir immer noch nicht ganz so sicher, was hier abgeht. Weil irgendwie wirkt das gerade so, als ob, wenn ich die Tür aufmache, es eine Falle ist. Aber sollte ich das... Können wir das auch so ausmachen? Nee, ich will jetzt meine Pfeile dafür nicht verschwenden. Heute zeigen wir Baron Northcrest, dass die Menschen die Lebensenergie dieser Stadt sind und beachtet werden müssen. Eure Schmerzen und Ängste sind bald vorbei. Freunde, heute ist ein guter Tag. Die Energie, die ich euch hier gebe, vertreibt jede Krankheit, die versucht, euch zu befallen. Sobald alle gesalbt sind, teilen wir dieses Geschenk mit der Welt. Jenseits dieser Küste! Okay. Mon. Und irgendwas anderes von Erin. Erin. Okay, dann laufen wir jetzt hier einfach durch.
Okay. Das hat mich gescared, aber gut. Ist noch so ein Splitter. Achso, gehen wir jetzt einfach ernsthaft so zum vorderen Bereich? Garrett! Was habt ihr getan? Ich brauche ihn! Wir brauchen ihn! Begreift doch, was ich hier zu tun versuche! Ihr müsst aufhören, Orion. Womit? Die Menschen zu beschützen? Ihnen ein besseres Leben zu geben? Ihr helft diesen Leuten nicht, ihr verurteilt sie zum Tode. Sie fühlen sich jetzt gut, aber ihre Körper ertragen die Urkraft nicht. Nein! Oh, Scheiße. Die stecken unter einer Decke. Räumt Taschen aus, wie immer. Ich will dich seit langem hängen sehen, Meister Dieb. Ich brauch nicht mal einen Strick. Es wird mir eine Freude sein, dich mit bloßen Händen tot zu prügeln. Es wurde auch Zeit. Ich könnte dem General eine Lektion erteilen. Oder ich verdrücke mich lieber. Ich würde mich eher gesagt verdrücken. Aber ich habe mal gehört, dass man den looten kann. Bernsteinkranz, ein goldener Ring verziert mit zahlreichen Bernsteinen. Versuchen wir es nochmal. Lauf nicht! Du Zimmer! Du hast Angst vor mir, was? Ein direkter Treffer und ich bin down, okay. Ja, da habe ich jetzt auch irgendwie gechoked. Weil ich dachte, ich hatte ihn. General eine Lektion erteilt. Oder ich verdrücke mich lieber. Was? Der hat fünf. Okay. Jetzt ernsthaft, Leute. Jetzt serious. Ich will mich verdrücken. Ich könnte dem General eine Lektion erteilen. Oder ich verdrücke mich lieber. Was war das denn jetzt? Was würde passieren, wenn wir... Ich will die Sachen da haben, die da auf dem Tisch liegen. Oh, versuchen wir es nur... Lauf nicht weg von mir, Garrett! Einfach verschwinden! Okay, ich will mal sehen, wie viel Damage wir ihn machen. Okay. Das hätten wir. Oh mein Gott.
wer in meiner Stadt lebt und wer stirbt. Ich will ihn nicht umbringen eigentlich. Komm. Ich krieg den nicht so hoch. Hallo. Okay. Und abhauen. Oh mein Gott. War jetzt nicht so super, werden wahrscheinlich wieder der Jäger sein. Opportunist, okay. Du hast es aus uns deiner Umgebung und allen anderen Mitteln vorgezogen. Okay. Vor allem, wir haben ja auch wenigstens den Diebesfänger General nicht umgebracht. Unter der alten Kathedrale bereiten die Götzen auf ihre neue Dämmerung auf Oriens wundersame Heilung vor. Der Diebstahl des Anhängers bereitet dem ein Ende, aber Erin ist immer noch in Gefahr. Sie wurde zur Heilung missbraucht und lebt noch. Gerade noch, bevor ich sie erreichen. Sie waren hier, als ich mit dem General zugange war. Das ist Meeresluft. Der Ausgang muss nah sein. Ich bin nicht allein hier. Ah nein, diese Viecher sind hier wieder. Aber das sehen wir in der nächsten Folge tatsächlich. Gut. Nächste Folge und wir müssen jetzt irgendwie rauskommen. Können wir einfach stehen bleiben? Ah, wir... Es hieß, sie können uns nicht sehen. Ich wusste nicht, dass wenn sie uns halb sehen, dass sie einfach stehen bleiben können. Das macht es etwas einfacher. Okay, die andere Art des Schlossknackens hilft natürlich. Ausnahme, man kriegt das halt nicht hoch genug. Dann haben wir das Problem, was ich hier manchmal habe, dass ich die Punkte nur ganz kurz finde. Das nehme ich mit. Trauerglocke. Ihr zerschmetterter Körper wurde am Fuße der Stadtmauer gefunden und ganz Dayport weinte. Muss ich hier unten lang? Ich weiß es nicht. Könnte sein. Mal gucken. Okay. Einen kurzen Augenblick Zeit haben wir. Nehme ich an. Oh, hier ist eine Lampe. Das Boot. Die Götzen waren fleißig. What the fuck? Noch eine von Orions Ideen, die nie in See stechen. Finde einen Weg zum Schiff. Ein
Gutgläubiger will Orions Gabe rauben. Erwischt! Ein Ungläubiger. Das heißt aber, die Viecher, wo die erst gesagt haben, die waren noch nie so weit oben, sind so gut wie in der Stadt drin, weil das war ja schon draußen, oder nicht? Ne, kann ja gar nicht. Das kann ja gar nicht. Das, wir sind noch in der... Wir sind noch unten in der Mine. Wobei, wir haben Meeresluft. Wer weiß, wie hoch Garrett schon gelaufen ist alleine. Nein. Komm, hau ihn um. Warum? Ich hab Q gespammt. Ich. Lol, weil ich die Flasche in der Hand hab. Ich konnte nicht angreifen wegen der Flasche in der Hand. Wow. Woher kommen die jetzt alle? Wenn man die Flasche in der Hand hat, dann kann man nicht... Kann man nicht schlagen. Okay, das merke ich mir. Wie es aussieht, sind schon alle auf dem Schiff. Keine Heilung mehr. Bleib auf der Landungssteg. Tja, ich komme auch so an Bord. Oh mein Gott. Geh nachsehen. Danke. Wir nehmen alles mit, was du noch hast. Das ist aber ein Joke gewesen, dass man mit einer Flasche in der Hand nicht schlagen kann, oder dass er sie nicht einfach wegsteckt. Das klingt auf jeden Fall für mich wie ein riesiger Joke. Ich hätte das auch laden können und nochmal neu machen können. Aber das fand ich blöd. Echt? Ja, wir müssen hier rauf, würde ich sagen. Obwohl, wir kommen auch da oben rauf. Wir nehmen aber den direkten Weg. Finde Orion und Erin. Wollte gerade sagen, sieht wieder aus wie so eine Kletterpassage, weil ich sehe keinen sonstigen Weg. Okay, hier haben wir dann so einen Metallbereich. Schön weiter, Garrett. Ja, die Kralle ist wirklich gut. Schön leise. Da hat Erin wirklich was Cooles gefunden. Im ersten Mal dachte ich, das wäre ein Luftschiff. Aber es sieht auch nicht aus wie ein normales Schiff. Na gut. Ungläubiger, ich töte dich. Ich hätte durch die Tür gucken sollen. Ach, über die Reichweite? Ich töte dich nicht. Du darfst schlafen. Ich hätte wirklich einfach durch den Türdings gucken sollen, aber... Naja. Ja, dass wir das alles nicht ausmachen können, ist schon ärgerlich. Ohne Pfeile zu verschwenden. Oder zu benutzen. Verschwendet werden die ja nicht. Aber wie gesagt, also... Off-Camp würde ich extrem langsam spielen und mir alle Zeit der Welt lassen. Aber so on-camp ist es immer so, ich habe keinen Bock, 2 Stunden in einem Level zu sein, nur weil ich extrem alles durchplane und möglichst leise und alles mitnehmen möchte. Oh shit. Meine nicht. Ich
Und es geht nach unten. Gewollt oder wegen unserem Drop? Sieht eher ungewollt aus. Nee, doch, da geht jemand rein. Oder raus. Ja, leg dich schlafen. Das hast du gesehen? Hey. Von hinten auch. Okay, er darf weiterleben. Mein Gott. Achso, jetzt hat der mich gesehen. Dein Glaube wankt. Okay. Machen wir hier einfach zu. So, du bist jetzt down. Das ist schon wieder ein Feuer, das wir nicht auskriegen. Nein, ich will da nicht runtergucken. Ich bin genau zur falschen Seite gedackelt. Nein, Garrett. Nein, falsche Taste. So. Perfekto. Okay, von dieser Seite ist nur eine Wache. So, die dreht sich doch jetzt weg, oder? Nein? Gut, perfekt. So. Licht aus. Ich wollte das Licht ausmachen, bevor wir den seltsamen Vogel uns besorgen. Sieh an. Schändliches Mitgefühl. Auf der Rückseite des Gemäldes wurden dutzende Male dieselben Worte gekritzelt. Hinauf auf die Straße. Hübsche Dame, lauf, lauf, lauf. Was haben wir denn da? Okay. Oh. Das ist eine Tür, dass ein Schloss wir knacken können. Das ist, glaube ich, aber nicht die, wo ich gerade die Seile für gesehen habe. Ah, gucken wir mal. Nee. Da könnten wir oben rüber oder wir gehen unten lang. Wir gehen oben rüber. Oben klingt auf jeden Fall interessanter. Wobei, unten sind noch mehr Türen zum Plündern und zum Erkunden. Aber das ist jetzt auch nicht so das, was ich will noch. Wir nähern uns das Ende, dem Ende. Die haben auf diesem Schiff richtig Häuser und so gebaut. Das ist schon interessant. Dieser Kerl in Schwarz. Es ist, als wünschte er sich den Tod. Oder er fürchtet ihn nicht. Jedenfalls arbeitet er nicht für den Baron. Richtig. Wir arbeiten auf jeden Fall nicht für den Baron, das habt ihr gut erfasst. Jo, dann machen wir weiter. Kurz mein Trinken aufgefüllt und... Oh. Ich bin nicht hier, um jemanden zu töten. Warum setzt ihr die Verfolgung fort, Garrett? Ihr wollt die Urkraft für euch selbst. Die Energie ist mir egal. Ich will das Mädchen. Gebt mir den Stein.
Dann salbe ich euch, damit ihr die Urkraft spüren könnt. Es ist wunderbar, Garrett. Ihr rettet niemanden vor der Schwermut, Orion. Ihr macht alle zum Monster. Gerade ihr solltet es verstehen, Garrett. Verraten von meinem eigenen Blut. Er sperrte mich weg und zerstörte mein Leben wie unser Vater. Mein Bruder hat diese Macht nicht verdient. Die Menschen sehen zu mir auf. Alte Männer, verbittert und gierig. Kämpfen um die Macht wie Hunde um Knochen. Ich bin kein Spielball. Niemand stößt mich mehr herum. Ich habe jetzt die Urkraft. Und du? Ich dachte, ich könnte dir trauen. Und selbst du willst meine Macht. Aus anderen Gründen, Aaron. Nein. Die Macht tötet dich. Oh, jetzt interessiert's dich. Hat es immer. Ich glaube dir nicht. Ich glaube dir nicht! Okay. Orion ist auf jeden Fall der Verrücktere der beiden Brüder. Und Aaron, tut mir leid. Und Geralt. Wenn ich die Urkraft nicht aus dir rauskriege, Garrett. Alles umsonst. Garrett, so. Dem tut's sichtbar leid. Ich höre wieder die Viecher. Ist das real oder die Urkraft? Das weiß ich nicht. Oh mein Gott. Das ist die Urkraft, I guess. Aber ich höre die Viecher. Aha. Da ist sie ja. Oh nein. Jetzt müssen wir hier an den Viechern vorbei. Ach du heilige Scheiße. Wenn sie mich entdeckt haben, würde ich, glaube ich, einfach anfangen zu rennen. Oder geht das? Ich habe dich nicht benutzt, Aaron. Tut mir leid, dass du das glaubst, aber... Das habe ich nie getan. Willst du jetzt nicht verbrennen? Okay.
Garrett, der Meisterdieb, bringt es zu Ende. Ja. Komm näher, Garrett. Ein letztes Geheimnis habe ich. Oh. Das ging jetzt nicht so gut aus. Oh Gott. Ja. Okay, was müssen wir machen? Ich glaube, das müssen wir ausweichen. Okay. Denkst du, dein Steinchen kann dich retten? Ja, da sind mehrere von denen. Da oben ist eins. Wo sind denn die jetzt? Was passiert, wenn ich denen entgegenkomme? Gar nichts? Oh shit. Okay, hier ist eins. Was hast du vor? Mich erneut zu töten? Komm schon raus. Oh, ist die aggressiv geworden auf einmal. Okay, ganz schnell. Hier hoch. Komm, komm, komm. Da ist das letzte Stück. Ich dachte, ich muss irgendwo anders noch hin. Ich will das alles nicht mehr. Das verstehe ich, deswegen will ich dir doch helfen. Okay, ich dachte, jetzt kommt eine Cutscene. Aber... kommt wohl nicht. Müssen wir hier rüberspringen? Nee, können wir nicht. Ich hab genug. Bring es hinter dich. Die Kralle! Gib mir die Kralle! Garrett! Garrett! Nein! Gut, ich lasse jetzt die Credits durchlaufen. Das haben die Entwickler sich auf jeden Fall verdient. Schönes Spiel. Ich weiß nicht, was ich sonst noch dazu sagen soll. Es war super, hat Spaß gemacht. Jetzt das Ende. Wir haben zwei oder drei Möglichkeiten. Ich denke mal, die Urkraft wurde Aaron genommen. Entweder ist sie ins Meer gestürzt, hat das überlebt. Entweder ist sie tot. Oder sie hat es geschafft, sich nach oben zu machen, wie wir ja gesehen haben. Es waren auch Spuren da, Fußspuren. Vielleicht ist sie auch oben und ist abgehauen. Das wissen wir nicht. Es ist ja schon wieder am Tag.
wir wissen es nicht, oder andere Dimensionen, wer weiß was auch immer. Ja, sie kann natürlich auch einfach gestorben sein und das ist eine andere Zeitlinie oder wer weiß, was da passiert ist. Ich werde die Credits etwas schneller durchlaufen lassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei einem anderen Projekt. Euer Remske, haut rein. Jäger, ja, das war wohl nicht so ideal. Ich möchte mich auch gerne einmal bei allen bedanken, die hier aufgelistet wurden, bei den Entwicklern, den Publishern, allen Leuten, die hier geholfen haben. Danke für dieses wundervolle Spiel und auch zu meinen Zuschauern einen lieben Dank für alles, was ihr gemacht habt. Spielende, herzlichen Glückwunsch, du hast die Hauptgeschichte abgeschlossen, du kannst die Stadt weiterhin erkunden und jedes Kapitel sowie Kundenaufträge erneut spielen. Und Schaukästen aktualisiert. Tja, wir haben nicht alles voll, aber wir haben gut was gesammelt. Und damit denn, bis zum nächsten Mal. Euer Remske. Haut rein.